Moin moin und herzlich willkommen in meiner bunten Manege der Zirkus- und Jahrmarktbücher. Wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, also wirklich einige Jahre, dann wisst ihr, dass ich damals schon sehr, sehr gerne themenbezogene Buchvideos gedreht habe und euch ja Bücher vorgestellt habe zu bestimmten Themen, zu bestimmten Genres. Da war mein High-Fantasy-Special, mein Drachen-Special, aber eben auch mein Zirkus-Special dabei. Und da habe ich euch damals vorgestellt, welche Bücher ich alles gelesen habe mit dieser Thematik und welche ich noch auf meinem Stapel ungelesener Bücher habe. Und jetzt ist es mittlerweile ein paar Jahre her und ich habe wieder 5 neue Zirkus- und Jahrmarkt-Buchtipps für euch. Und ich dachte, jetzt ist es mal wieder an der Zeit, ja, dieses Special-Video wieder aufzugreifen und eine Fortsetzung zu geben. Falls ihr dieses Video verpasst habt, dann werde ich euch das natürlich in der Infobox verlinken. Denkt dran, es ist schon einige Jahre her. Das heißt, die Qualität wird noch ein bisschen anders sein als jetzt. Dennoch hat es natürlich nichts mit dem Inhalt der Bücher zu tun. Die seht ihr nämlich hier im Hintergrund. Die ich jetzt als Deko hier stehen habe, waren sozusagen die Inhalte des damaligen Videos. Falls euch also irgendetwas davon interessiert oder auch mehrere davon, dann schaltet auf jeden Fall in das Video rein. Da habe ich mir damals schon sehr viel Mühe gemacht und sehr viel Herzblut reingesteckt. Und ja, jetzt möchte ich natürlich neue Bücher euch vorstellen. Und ich möchte nochmal darauf eingehen, warum ich dieses Thema Zirkus und Jahrmarkt einfach so toll finde und ich einfach immer wieder gerne davon lese in den verschiedensten Genres, weil es zieht mich nicht nur in der Fantastik an, sondern auch in den anderen Genres, ob das historischer Roman ist, ob das Thriller ist oder ob das eine Liebesgeschichte ist. Also da zieht es mich einfach überall hin. Kinderbücher natürlich gehen auch immer. Und ja, warum ist das eigentlich so? Zum einen ist das halt eine sehr, sehr bunte, magische Welt, auch in unserer realen Welt. Und da passt es natürlich besonders in der Fantastik sehr, sehr gut rein, das als Zentrum, als Setting zu nehmen. Aber ich finde, der Zirkus und auch der Jahrmarkt, das sind so ambivalente Settings, die so mehrere sehr, sehr unterschiedliche Aspekte miteinander verbinden. Da ist eben, wie das ich schon gesagt habe, dieses bunte, fröhliche, es soll erheitern, es soll unterhalten. Und man denkt eigentlich an Lebensfreude, aber es sind eigentlich auch ganz, ganz tragische Schicksale damit verbunden. Da denkt man natürlich auch immer an die Tiere, die dort gehalten werden und sicherlich nicht tiergerecht. Und auch das kann man sehr, sehr gut als Thema nehmen und auch sehr, sehr gut in diesen Büchern verarbeiten, was auch viele machen. Und es gibt aber natürlich auch Menschenschicksale, die damit verbunden werden und so, wie damals die Menschen gesehen wurden. Also ins dieses Historische hineinzugehen, was es eigentlich hieß, damals beim Jahrmarkt zu arbeiten und in einer Freakshow ausgestellt zu sein oder, oder. Und deswegen finde ich das so spannend, weil es so viel gegensätzliche Gefühle auch bei mir auslöst. Einerseits finde ich das schön. Ich liebe es, über einen Jahrmarkt zu gehen, über einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Und ja, aber da nochmal drüber nachzudenken, was es eigentlich für die Leute bedeutet, die dort arbeiten, was es auch für harte Arbeit sein kann und nicht einfach immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, in der heutigen Zeit und damals natürlich umso mehr. Deswegen spricht mich dieses Setting einfach an. Und jetzt möchte ich euch 5 Bücher vorstellen, die auch aus den unterschiedlichsten Genres kommen. Und ich finde es einfach spannend. Ich bin sehr, sehr neugierig, wie ihr das seht, ob ihr auch dieses Setting mögt oder ob euch das zu albern ist, zu abgedreht oder eben, dass ihr diese Themen nicht so gerne ja, vor Augen gehalten bekommen möchtet, ob das mit Tieren oder dramatischen Menschenschicksalen zu tun hat. Das ist ja auch ja, nicht immer so eine leichte Kost. Und damit fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar ist das Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate. Dazu gab es auch einen Film, eine Realverfilmung. Und es beruht auch in gewissen Dingen auf wahren Begebenheiten, denn unser Protagonist hier ist Ivan der Gorilla und diesen hat es tatsächlich
gegeben. Natürlich ist hier aber auch eine große Portion Fiktion dabei, denn wir befinden uns hier ja im Kopf des Gorillas. Und dieser ist ja als junger Gorilla damals gefangen genommen worden und ist dann in einer Zirkusmall aufgewachsen. Und für ihn ist das zunächst einmal sein Zuhause. Er hat sich damit abgefunden, dass er dort lebt. Er wird da jetzt nicht gequält oder so, aber er denkt da auch nicht viel drüber nach, was seine Situation bedeutet. Er malt sehr viel und er ist eben die große Attraktion dieser Zirkusmall. Doch irgendwann kommt er in die Jahre und die Zirkusmall ist nicht mehr so gut besucht und es muss eine neue Attraktion her. Und deswegen wird ein neuer Elefant gekauft, ein Elefantenbaby. Es gibt zwar eine Elefantendame, aber die ist auch schon sehr, sehr alt und in die Jahre gekommen. Und deswegen soll ein Elefantenbaby dazu genommen werden und es wird dann trainiert. Und dieses Elefantenbaby bringt den Gorilla so ein bisschen, ja, zum Nachdenken, was es eigentlich heißt, zu Hause zu sein, frei zu sein. Also die beiden Begriffe Freiheit und Zuhause. Er fängt darüber nachzudenken, was eigentlich mit seiner Familie ist. Er hat halt auch vieles einfach verdrängt. Er hat einen Fernseher in seinen Käfig und hat damit auch so ein bisschen Kontakt zur Außenwelt und weiß zum Beispiel auch, was ein Zoo ist und hat viele Naturdokus gesehen. Und deswegen hat er so ein gewisses Wissen, womit er in seinen Gedanken umgehen kann. Und ja, er fängt halt an, sich mit Ruby zu beschäftigen und die so ein bisschen aufheitern zu wollen, weil sie eben eine sehr, sehr heimwehgeplagte Elefantendame ist und Elefantenmädchen. Und sie wird halt auch nicht so gut integriert und sie soll, auf ihr ruhen jetzt alle Hoffnungen und er muss halt mit ansehen, wie sie halt eben trainiert wird und das eben nicht sehr, sehr zart fühlend. Und da fängt er an zu planen und zu überlegen, dass das so nicht weitergehen kann. Es ist natürlich immer ein sehr, sehr schwieriges Thema und das ist jetzt ein Kinderbuch für ab 10 Jahre, glaube ich, empfohlen. Ich habe es als Hörbuch damals gehört gehabt und fand es super gesprochen. Das war von Dietmar Wunder, das ist ja der Synchronsprecher zum Beispiel von Adam Sandler. Und es ist eben aus der Sicht des Gorillas geschrieben. Und es sind immer ganz kurze Kapitel, illustriert und immer zu einem bestimmten Thema. Und ich fand es sehr, sehr gut gemacht, weil natürlich wird es hier, dadurch, dass wir den Gorilla als Protagonist haben, ist er so ein Ticken vermenschlicht. Und ist natürlich nicht ganz realistisch, aber ich finde, es hat die Autorin gut geschafft, trotzdem den Unterschied zu den Gedanken zu Menschen zu machen, wie er denkt und wie er spricht jetzt hier in diesem Buch. Es geht viel um Freundschaft, aber eben auch ganz, ganz viel um die Begriffe Freiheit und Zuhause. Und ich finde es auch sehr, sehr gut, dass die Menschen hier nicht total verteufelt werden. Also das ist jetzt einfach die Menschen hier als Schlechter und als Quäler hier auftreten und trotzdem das sehr, sehr kritisch hinterfragt wird. Und ich glaube, es ist, wenn man das mit einem Kind zusammen begleitend liest und darüber spricht, wirklich ein guter Ansatz. Man kann sicherlich da auch viel Kritik dran sehen, dass das zu viel vermenschlicht wurde oder manches vielleicht nicht kritisch genug hinterfragt wurde. Aber ich finde, es ist ein Ansatz und ich fand es sehr, sehr rührend und es hat mich wirklich emotional sehr, sehr bewegt und mir sind diese Tiere, die hier vorkommen, ob das Ruby war, ob das Ivan ist oder der streunende Hund Bob, kann ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen. Ich habe auch von einigen Zuschauern gehört, die dann auch gesagt haben, dass es sie wirklich sehr berührt hat. Was mir gerade einfällt, ist, ich werde zu allen Büchern, die ich euch hier vorstelle, auch die Rezension dazu verlinken, weil mir ist aufgefallen, dass ich zu allen, ich glaube bis auf ein Buch, habe ich Rezensionen gedreht und da gehe ich natürlich noch ein bisschen näher auf meine Kritikpunkte auch ein. Die werde ich jetzt hier nur ganz grob anreißen, was mir gefallen hat und was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist. Aber wenn ihr ein bisschen mehr dazu wissen wollt, dann werde ich euch in der Infobox die Rezension verlinken. Denn, 4 habe ich rezensiert und bei einem muss ich euch vielleicht dann den Lesemonat verlinken. Da muss ich mal schauen, ob ich den rausfinden kann. So, jetzt waren wir bei einem Kinderbuch. Jetzt kommen wir zu einem historischen Buch, was
ja, so ein bisschen die Artisten und den Jahrmarkt einordnet, wie der entstanden ist und wie das Leben ja so sich so abspielte in dem 20. Jahrhundert und eben auch zu den Weltkriegen. Und zwar habe ich das Buch Der vergessenen Artisten von Vera Buck gelesen. Es ist ein sehr, sehr dicker Klopper. Ich habe von ihr damals auch Runa gelesen und auch da fand ich schon, dass sie es sehr, sehr gut recherchiert hat. Und das habe ich hier ebenso empfunden. Ich war auch bei einer Lesung dabei in so einem kleinen Zirkuscafé und das war einfach total toll. Also ich verbinde mit diesem Buch sehr, sehr viel. Unter anderem auch eine wunderbare Leserunde mit Kali vom Kanal Kalis Books. Wir haben das erste Mal da zusammen gelesen gehabt und auch wenn wir das Buch nicht von vorne bis hinten geliebt haben, war das für uns eine sehr, sehr intensive Lesezeit, wo wir uns auch wirklich sehr, sehr nah kennengelernt haben. Und deswegen hat es für mich natürlich zusätzlich noch einen emotionalen Wert. Aber ich finde, wie gesagt, dass die Autorin hier einen ganz tollen Job gemacht hat. Sie hat sehr viel recherchiert und ich finde auch sehr viel Humor hier mit reingebracht, was uns sehr überrascht hat, weil es ja doch auch ein sehr ernstes Thema ist, aber wirklich auch viele Anspielungen, historische Figuren hier mit reingebracht hat, die einen immer wieder haben schmunzeln lassen oder immer dazu bewegt haben, noch mal ein bisschen zu recherchieren, zu googeln, mehr wissen zu wollen. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut. Wir begegnen zum einen hier Matteo in seiner Kindheit, der als Sohn eines Bauers wirklich im letzten Kaff aufwächst und er hat ein eher trübes Leben und ist auch nicht der beliebteste in der Gemeinde, wird viel gemobbt und er fängt erst an darüber nachzudenken, wie offen und weit die Welt eigentlich ist, als der Jahrmarkt in seinen Ort kommt und er verliebt sich sofort in diese Welt des Jahrmarkts und möchte unbedingt auch in dieser Welt leben. Und das macht er dann auch. Und zwar treffen wir ihn dann, ich weiß nicht, 20 Jahre später, 30 Jahre später, wieder, als er eben als Röntgenkünstler schon lange Jahre gearbeitet hat und mittlerweile auch eine Freundin hat. Und zwar ist das die Kraftfrau, wie hieß sie noch, Meta. Und die wohnen eben zusammen in einer Wohnwagensiedlung. Und jetzt beginnt halt der Zweite Weltkrieg und dass diese Artisten und Jahrmarktdarsteller ja nicht gut angesehen waren in der Zeit, das weiß man vielleicht, aber wie es denen genau ergangen ist und wie schwierig es war, trotzdem in ihrem Beruf irgendwie weiterleben zu können und sich ernähren zu können und sich ja ein Leben aufbauen zu können. Das erfährt man hier so ein bisschen. Es geht auch viel um den Untergrund, um ja, versteckte Orte und Cafés und Bars, wo trotzdem irgendwie dieses Jahrmarktleben trotzdem weiterhin ausgeführt worden ist. Und das hatte was Geheimnisvolles, was Gefährliches, aber auch was Faszinierendes von wirklich verrauchten Kneipen, wo dann so ein bisschen Theater und Zauberkünstler aufgetreten sind. Aber wir springen auch immer wieder in die Kindheit zurück, wo er eben in diese Welt erst eintaucht und wo er wirklich von Ort zu Ort tingelt, um dort irgendwie Fuß zu fassen. Und da erfährt man eben auch so ein bisschen aus der Geschichte des Jahrmarkts so ein bisschen was. Wir hatten hier einen großen Kritikpunkt und zwar gibt es hier eine Figur, die hier sehr, sehr häufig auftaucht und mit sehr vielen Problemen verbunden ist. Und die hat hier sehr, sehr viel Raum eingenommen. Das ist, glaube ich, der Bruder von der Kraftfrau, also seiner Freundin gewesen. Und der hat halt eine geistige Behinderung. Und darum ging es halt sehr, sehr viel. Und das war eine sehr, sehr zwiespältige, ambivalente Person, die man manchmal so ein bisschen schütteln wollte. Und ich fand, dass es nachher zu viel darum ging und weniger um das andere. Aber es hat, wie gesagt, auch viele, viele Seiten, die mich einfach begeistert haben. Das Buch wird auch, obwohl ich dem Buch, glaube ich, nur 3,5 Sterne gegeben habe, letztendlich wird das trotzdem für mich immer hier bleiben in meinem Regal und für mich etwas Besonderes sein. Und ich könnte mir auch vorstellen, das irgendwann nochmal zu lesen. Aufgrund dieses tollen Themas, dieser wirklich tollen Sprache, immer wieder mit Humor gespickt und ja, dieser tollen recherchierten Hintergründe,
Also kann ich wirklich sehr empfehlen, besonders wenn ihr vielleicht auch Runa mochtet und auch diese Art und Weise, diese Herangehensweise ist natürlich was ganz anderes. Runa hatte ein ganz anderes Thema und ist vielleicht auch ein bisschen düsterer gewesen. Aber wenn ihr da schon, ja, die Art und Weise wie Runa, obwohl ich muss auch sagen, es hat mich ja überrascht. Ich hatte ja Runa gelesen und fand jetzt, dass das Buch der vergessenen Artisten viel humorvoller geschrieben worden ist. Aber es passte natürlich auch so ein bisschen mehr zum Kontext, weil bei Runa wäre es, glaube ich, ein bisschen fehl am Platze gewesen, wenn man da noch Humor mit reingebracht hätte. So, wir verlassen wieder das Historische und gehen ins Fantastische. Und diesmal ist das ja eine sehr, sehr poetische und bunte Zirkuswelt, die wir hier betreten. Und zwar mit Das Herz der Nacht von Fabienne Siegmund. Ja. Das habe ich ja auch schon erwähnt. Für solche Fantasy-Settings ist das natürlich, wo noch ein bisschen Magie mit reinspielt oder ein bisschen mehr Magie, ist das natürlich auch perfekt gedacht und greife ich auch immer wieder gerne zu. Fabienne Siegmund kenne ich eben auch schon von anderen Büchern, unter anderem auch vom Karussellkönig, was bisher mein liebstes Buch von ihr ist. Auch da wird wunderbar diese bunte Welt verknüpft mit etwas sehr Düsterem. Das hier ist nicht düster, würde ich sagen, aber sehr, sehr melancholisch. Es hat hier auch eine romantische Facette, die ich aber nicht schlimm finde, weil es hier nicht um eine Liebe geht, die erst entsteht und irgendein Hin und Her ist, wie man sich kennenlernt und ob man jetzt zusammenkommt oder nicht, sondern es geht um ein Pärchen, die bereits zusammen sind, die bereits zusammen glücklich sind. Es geht um einen Straßenzauberer namens Matteo und seine Assistentin. Sie hieß Anissa und eines Tages in Venedig Nee, sie verschwindet, glaube ich. Sie verliert nicht nur ihr Gedächtnis, sondern sie verschwindet. Und in Venedig scheint ewiger Tag zu sein. Es scheint gar nicht mehr dunkel zu werden. Und Matteo geht ganz stark davon aus, dass sie ihn nicht freiwillig verlassen hat. Und so sucht er sie in den Straßen Venedigs. Und irgendwann findet er eine Spur, die ihn zu einem seltsamen Zirkus führt. Und dort findet er seine geliebte Anissa. Aber sie kann sich an ihn nicht mehr erinnern. Sie hat ihr Gedächtnis verloren. Sie ist dort angestellt und arbeitet dort. Und sie ist durchaus freundlich zu ihm und sagt: Ach, wenn du Zauberer bist, dann bleib doch hier. Wir suchen gerade eh einen Zauberer, haben gerade einen Platz frei. Und er macht das natürlich, weil er bei ihr bleiben will und herausfinden möchte, was mit ihr passiert ist. Aber sie kann sich einfach nicht an ihn erinnern. Und ja, da auf der Zauberer, wollte ich gerade schon sagen, auf den Zirkusanwesen dort gehen natürlich viele, viele seltsame Gestalten herum und die lernen wir so ein bisschen kennen, auch so den Alltag, den es dort dann gibt und es ist eben sehr, sehr mit Magie gespickt. Was hier besonders ist und was man auch wirklich mögen muss, ist die sehr symbolische, bildgewaltige, poetische Sprache von Fabienne Siegmund. Also es ist nichts Nüchternes oder Gradliniges hier drin und das kann durchaus mal ein bisschen zu viel werden, den einen oder anderen, das kann ich verstehen. In diesem Buch jedoch fand ich es wirklich total passend in diesem Setting und mit diesem melancholischen, ja, diesen Herzschmerz, den Matteo hier auch hat. Und es war natürlich auch nicht immer alles klar. Dadurch, dass es eben so blumig und so bildhaft geschrieben ist, ist da auch sehr, sehr viel Symbolkraft mit drin. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel reininterpretieren. Und so ist das Ende, wenn ich mich richtig erinnern kann, auch nicht ganz klar, sondern da muss man ein bisschen drüber nachdenken. Das finde ich immer einerseits super schön, andererseits nervt es mich, wenn ich da nicht so eine richtige Logik reinkriege. Aber ich glaube, das ist hier, ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, aber ich meine, dass ich damit ganz zufrieden war. Und der Weg dahin einfach auch sehr, sehr schön ist. Zum anderen mag ich das Cover auch sehr, sehr gerne. Auch wenn ich kein rosa Fan bin, finde ich diesen Farbverlauf und dieses Scherenschnittartige hier unten einfach total schön und sehr, sehr passend. So, und jetzt, womit mache ich weiter? Ich mache weiter wieder mit einem historischen Roman, mit einem sehr dramatischen Roman. Wir haben hier aber wieder zwei Zeitstränge und zwar befinden wir uns zum einen
in unserer heutigen Zeit und zum anderen in den 30er Jahren in Amerika. Und zwar treffen wir zunächst auf Lilly. Und Lilly hat ihre Kammer, ihr Zimmer bisher noch nie verlassen dürfen. Und zwar würde ja der Anblick andere Menschen ja doch ein bisschen zu sehr aufregen, sagt ihre Mutter immer zu ihr. Deswegen dürfe sie sich nicht zeigen. Deswegen ist sie umso verwunderter, dass ihre Mutter sie irgendwann mit zum Zirkus nimmt. Und sie ist total erfreut, sie darf endlich raus, sie ist total überfordert. Aber sie merkt schnell, dass das nicht zu ihrem Vergnügen ist, sondern sie wird von ihrer Mutter verkauft an einen Zirkus. Und zwar ist Lilly schneeweiß, also sie ist im Grunde ein Albino und sie wird dort als Eisprinzessin ausgestellt, als Objekt. Und das ist natürlich kein schönes Leben. Sie kommt vom Regen in die Traufe und ist schon wieder eingesperrt. Und sie lernt natürlich dort Leute kennen, die ihr auch mal wohlgesonnen sind. Das ist somit, zwar macht es das natürlich nicht besser, aber sie hat dort welche, die ein ähnliches Schicksal haben oder sich mit ihr anfreunden und so ihr Leben ein bisschen besser machen, als einfach nur eingesperrt in dieser Dachkammer zu sein. Ja, und wie sie dort im Zirkus aufwächst und wie sie sich auch so ein bisschen entwickelt und dann auch ihre Talente und ihre Leidenschaften entdeckt, das lernen wir hier und kriegen wir hier mit. Es ist wirklich sehr aufwühlend, sehr, ja, muss man doch schlucken, hat man irgendwie doch ein Kloß im Hals, ob dieses dramatischen Schicksals von Lilly. Und da geht einem dann immer doch das Herz auf, wenn sie doch mal positive Momente erfährt und wo sie merkt, dass sie so ein Draht hat zu Tieren und mit Tieren viel besser kann als mit Menschen und eben besonders zu Elefanten ein besonders gutes Verhältnis hat. Aber auch da gibt es viele dramatische Wendungen und Szenen, die wirklich nicht für schwache Nerven sind. Es beruht zum Teil eben auch auf wahre Geschehnisse. Also die Story an sich ist erfunden, aber so ein paar Ereignisse darin und so einige Sachen, da musste ich auch so drüber lesen, weil das einfach für mich doch ein bisschen zu krass war, was da abging. Der andere Strang ist dann ein bisschen einfacher zu ertragen, spielt eben in unserer heutigen Zeit auf einem Hof, auf einem Pferdehof und wir treffen dort wieder auf eine junge Frau, die, ich glaube, ihre Mutter verliert. Steht hier leider hinten nicht drauf. Hier steht jetzt nur die Geschichte von Lilly angerissen. Aber ich glaube ja, dass ihre Mutter und ihr Vater gestorben sind mittlerweile und sie den Hof übernehmen muss und dabei eben, ja, ich glaube, Unterlagen findet, was eben auf dieses Schicksal von Lilly anspielt und sie so ein bisschen diese Geschichte erfährt und eben aber auch mit dieser ganzen Abwicklung dieses Hofes zurechtkommt und auch ihre Vergangenheit, die sie dort auf diesem Hof verbracht hat, ihre Kindheit war auch nicht nur Zuckerschlecken. Und wie diese beiden zusammenhängen, das erfährt man dann erst nach und nach. Das Ende, muss ich sagen, das hat mich sehr frustriert und sehr, sehr niedergeschlagen zurückgelassen, weil da nicht so viel Hoffnung drin steckt, jedenfalls in den einen Strang nicht. Da habe ich mir ein bisschen mehr Befriedigung gewünscht in diesem Moment. Ja, das habe ich dem Buch und der Autorin, ist doch eine Autorin, ne? Ja, ein bisschen übel genommen, aber dennoch war es wirklich, weil es eben so viele Gefühle in mir ausgelöst hat, doch ein gutes Buch, kann ich nicht anders sagen. So, und wo wir jetzt bei so viel bedrückenden, dramatischen Geschichten waren, möchte ich zum Schluss nochmal eine Wohlfühlgeschichte zeigen. Und zwar ist das Winterkarussell von Anna Liebig. Ja, es ist eine Winter-Weihnachtsgeschichte. Es ist zwar jetzt gerade noch mitten im Sommer, aber vielleicht ist es ja ganz schön, dass ihr jetzt schon mal einen Buchtipp für den Winter, für Weihnachten bekommt, den ihr euch vielleicht notieren könnt, wenn ihr mögt, wenn euch das anspricht. Ich finde auch, man kann das dann schon auch im Oktober, November lesen durchaus. Ja, es geht um eine Jugendliche namens Antonia. Und Antonia hatte mit ihrer Mutter ein wirklich sehr, sehr enges Verhältnis. Sie ist allerdings bei einem Unfall kürzlich verstorben und sie kommt erst in Obhut eines Heims.
wird dann allerdings benachrichtigt, dass sie doch noch einen Verwandten hat. Und zwar ist das ihr Großvater. Von dem wusste sie vorher nichts. Und ja, sie überlegt, soll sie nun zu ihm ziehen oder soll sie nicht, obwohl sie ihn überhaupt nicht kennt. Aber ja, sie ist dann doch zu neugierig, versucht ihn kennenzulernen und beide beschnuppern sich so ein bisschen vorsichtig und es ist, sie sind nicht, sich nicht so richtig grün und nicht auf einer Wellenlänge, auch wenn sie sich teils Mühe geben und teils irgendwie auch nicht. Aber was sie dann zusammenbringt, ist irgendwann das alte nostalgische Karussell in dem Schuppen von ihrem Großvater. Sie entdeckt das irgendwann. Und er erwischt sie dabei, wie sie halt rumschnüffelt und das Karussell entdeckt hat, ist zunächst ein bisschen sauer pikiert, weil das eben so sein Schätzchen ist, was er hegt und pflegt und womit er wirklich viel, viel verbindet. Aber sie zeigt so viel Neugierde und Begeisterung für dieses Karussell, dass er anfängt zu erzählen, was es damit auf sich hat und wie er ja damals auf Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten gearbeitet hat und dort seine große Liebe gefunden hat. Und gleichzeitig wird der Großvater halt kontaktiert, ob er nicht wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen möchte, weil ein Karussell ausgefallen ist und dort ja jetzt nun ein Karussell benötigt wird. Und irgendwo in den Unterlagen waren wohl noch seine Kontaktdaten und eigentlich hat er damit abgeschlossen, aber Antonia ja, überredet ihn so ein bisschen dazu und gemeinsam fahren sie dorthin und sie werden auch unterstützt von anderen ja, Dorfmitgliedern, die helfen wollen. Und ja, so lernt man irgendwie ja, dieses Leben auf dem Weihnachtsmarkt kennen und er trifft, also der Großvater trifft auf alte Bekannte und Antonia trifft auf neue Leute, die sie kennenlernt und immer wieder gibt es halt Rückblicke, wie eben sein Leben dort auf dem Weihnachtsmarkt damals in Frankfurt war. Ja, also ich fand, es war eine wirklich sehr, sehr schöne Wohlfühlgeschichte. Es war jetzt nicht großartig tiefgründig, aber auch nicht platt, fand ich. Also man ist den Figuren schon sehr nahe gekommen und ich habe auch schon etwas gefühlt, aber es war eben nicht zu dramatisch und auch nicht ja, also da war jetzt keine großartige Story drin. Es war aber wirklich schön und ich finde gerade zu Winter und Weihnachten und wenn man einfach diesen Rummel und dieses Setting mag, dann finde ich, kann man hier sehr, sehr gut zugreifen und ich fand auch die Liebesgeschichte, die hier drin vorkam, auch überhaupt nicht kitschig und auch nicht zu sehr im Vordergrund, weil es eben hier auch viel um Familie ging und eben auch ja diese Familie des Weihnachtsmarktes, also die verschiedenen Budenbesitzer, wie sie sich gegenseitig unterstützen und wie man sich halt jedes Jahr wieder sieht und ja, ist einfach. Und Frankfurt, wer Frankfurt mag, da ich war noch nie in Frankfurt oder war ich schon mal in Frankfurt, jedenfalls habe ich dazu keine emotionale Bindung und habe jetzt keine Orte oder so wiedererkannt. Das mag hier vielleicht für jemanden, der in Frankfurt lebt oder sich dort gut auskennt, auch noch hinzukommen, dass man da ja, einige Orte erkennt und sich daran erfreuen kann. Ja, das waren meine 5 Buchtipps zum Thema Jahrmarkt und Zirkus. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut in das alte Video vorbei oder schaut in die Kommentare, denn ich möchte euch natürlich auffordern, mir gerne weitere Zirkus- und Jahrmarkt-Buchtipps zu geben in den Kommentaren. Ich bin immer auf der Suche. Ich habe zwar noch einiges auf der Wunschliste und ich glaube, ich finde nicht mehr viel, was ich gar nicht kenne oder noch nie mehr angeschaut habe zum Thema Zirkus, aber wer weiß. Also ich habe einen extra Wunschzettel für Zirkus- und Jahrmarktbücher in den verschiedensten Kategorien, also wirklich im Horrorbereich, im historischen Roman, im magischen Bereich, im Kinderbuchbereich, also Drama, es ist irgendwie alles dabei und es interessiert mich auch alles, ob das realistisch ist oder ob das ja, fantastisch und ausgedacht ist, fiktiv. Finde das einfach wirklich, wirklich speziell und das möchte ich natürlich auch gerne von euch wissen, ob euch das auch so fasziniert, diese ambivalente Welt des Zirkuses. So, jetzt ist das Ende des Videos angekommen. Mir bleibt nur noch euch eine schöne, lesereiche Zeit zu wünschen und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!